Hallo, mein lieber Schütze, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Schützen. Nimm daher auch nur das mit, mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf, gerne ergänzend, die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Schütze, hier zeigt sich ein Teufelskreis in der gegenwärtigen Situation und das bedeutet natürlich auch, dass dieser Teufelskreis bereit ist, aufgelöst zu werden. Ja, der Teufelskreis an sich hat sich auch in der Löwe-Legung gezeigt, also solltest du Löwe in deinem Profil haben, dann schau da natürlich auch gerne mal hinein. Die Legung erscheint am selben Tag wie deine Legung, mein lieber Schütze. Aber kommen wir zurück zu deiner Legung. Ein Teufelskreis ist hier präsent, das bedeutet, du wirst hier tendenziell, also wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, mir vielleicht das Gefühl haben, warum passiert das immer mir, warum wiederholt sich das, was geschieht hier, warum geschieht das hier schon wieder oder du fühlst dich erinnert an eine frühere Situation. Wenn du jetzt sagst, du weißt nicht, was jetzt hier los ist oder was das mit dem Teufelskreis zu bedeuten hat, das ist an sich jetzt nichts Schlimmes. Wichtig ist einfach zu erkennen, was wiederholt sich, denn das ist ein Hinweis darauf, was du tendenziell auch wiederholst oder kann dir Hinweise darauf geben, was dein Anteil an dieser Situation ist. Und da geht es auch nicht, das habe ich auch in der Löwe-Legung schon gesagt, da geht es auch nicht zwingend um Schuld oder ja, wer das Ganze eben angestiftet hat oder was auch immer, sondern zu erkennen, okay, hier wiederholt sich eine Situation, irgendetwas in meinem Tun sorgt dafür, dass diese Situation wieder entstehen konnte. Und da kann man dann natürlich, wenn man erkennt, was man hier gleich macht, wie zuvor, kann man hier auch erkennen, was könnte ich anders machen, was kann ich optimieren, ja, das können wir hier sehen, also das ist schon mal eine sehr, sehr positive Neuigkeit, also das dürfte etwas sein, das, ja, da wird vermutlich Reflexionsarbeit vonnöten sein, aber die soll sich in jedem Fall rentieren, denn das, was wir hier wahrnehmen können, ist, dass du hier auch bereit bist, diesen Teufelskreis zu erkennen und zu durchbrechen. Und wenn der durchbrochen ist, kehrt er üblicherweise nicht wieder. Ja, dann ist das Ganze abgehakt. Ja, bei dir dreht sich alles um das Thema Gerechtigkeit. Und ich sehe auch in der Außenschau, es ist hier etwas vorgefallen. Das ist sehr spannend, denn auch in der Löwe-Legung ging es hier um irgendetwas, was dich erzürnt. Ja, irgendetwas ist hier vorgefallen, erzeugt hier negative Gefühle. Hier könnte es sich tatsächlich auch um eine rechtliche Angelegenheit für den einen oder anderen handeln. Da werfe ich nur kurz ein, dass eine Kartenlegung natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle Rechtsberatung ersetzen kann. Solche Themen zeigen sich an und für sich nur gerne immer wieder in den Legungen, dann spreche ich es auch an.
kann hier sehr gut der Fall sein. An sich geht es ja auch darum, dass hier wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden soll. Also irgendetwas ist hier im Ungleichgewicht und es geht um, ja, es geht um das Thema Gerechtigkeit. Ja, in der Außenschau, wie wir schon besprochen haben, können wir hier einfach sehen, du bist hier erzürnt und du schaust hier auf etwas, das bereits geschehen ist. Vornehmlich hat das hier mit einer anderen Person zu tun. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Denn diese Blockaden sorgen eben genau in der aktuellen Situation für Verzögerungen bzw. Stillstände. Und wenn sie dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise Erleichterung ein und deine Angelegenheiten kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Kann durchaus sein, dass wir hier auch Hinweise bekommen, den Teufelskreis hier betreffend, also was sich hier vielleicht querstellt, vielleicht macht sie dann auch Klick beim einen oder anderen und du weißt, was du hier von deiner Seite aus anders machen kannst, denn anders oder etwas verbessern oder wirklich helfen können wir ja eigentlich nur uns selber oder eben retten unter Anführungsstrichen und Veränderungen finden eben immer bei uns statt, also von deiner Seite aus kann man hier auf jeden Fall etwas machen. Wir schauen jetzt mal, was wir hier erfahren dürfen. Im Anschluss schauen wir natürlich wie immer in die Lösungsimpulse vom Universum und abschließend noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und das wird auf jeden Fall spannend, so wie ich das hier sehe. Da kommt einiges auf dich zu und vornehmlich auch im positiven Sinne. Aber schauen wir jetzt mal, was sich hier in den Blockaden tut. Zum einen sehe ich einen Neuanfang, der hier blockiert ist. Der ist noch blockiert, also irgendetwas stellt sich hier quer. Und dieser Neuanfang kann hier nicht begonnen werden. Vielleicht hast du hier auch etwas ganz Konkretes vor. Ich nehme an, wenn ich mir das so ansehe, dass es hier darum geht, dieser Neuanfang kennzeichnet den Ausbruch aus diesem Teufelskreis, ja, also dieses Durchbrechen, dieses im Kreise Laufens. Das können hier auch Gedanken sein, die sich im Kreis bewegen, ja, wo man hier irgendwo immer in der Schleife denkt und es vielleicht auch darum geht, auf andere Gedanken zu kommen. Also nur als weiteres Beispiel. Auf deiner Ebene können wir hier sehen, dass hier etwas stagniert. Also ich meine, ja, das passt hier natürlich wunderbar zusammen. Das ergänzt sich hier natürlich ganz klar in den Blockaden. Irgendwo kommst du hier nicht vom Fleck, beziehungsweise irgendetwas bewegt sich nicht. Ist natürlich ganz klar eine Blockade. Vielleicht bekommen wir da noch ein bisschen mehr Information aus dem Ganzen, aus dieser Position heraus. Okay, das kann jetzt tatsächlich, also hier sehe ich zum einen dasselbe Thema noch einmal, zum anderen kann ich hier schon auch erkennen, dass es sich hier um das Thema Erschöpfung bei einigen drehen könnte. Das zeigt sich in letzter Zeit sehr, sehr oft in vielen Legungen, also komplett Sternzeichen unabhängig und kann durchaus auch auf ein gesundheitliches Problem hinweisen, ja, also das muss jetzt auch kein extremes gesundheitliches Problem sein. Du weißt aber ohnehin, eine Kartenlegung ersetzt natürlich keine professionelle medizinische Beratung, ja, also sollte hier ein gesundheitliches Problem vorliegen, dann weißt du, dann ist es natürlich wichtig, dass du hier dementsprechend Schritte setzt und die Verantwortung übernimmst. Ich meine, das ist klar, wenn jetzt die Gesundheit angeschlagen ist, dann kann man sich natürlich nicht so rasch vorwärts bewegen, wie man das gerne möchte. Und das hängt hier mit diesem Stillstand auch zusammen. Vielleicht ist das auch wichtig, dass das hier bewusst wird, dass der Hauptauslöser dieses Stillstandes eben darin liegt, dass du dich hier ausgelaugt fühlst, dass es hier vielleicht tatsächlich um ein gesundheitliches Thema geht und
kann eben sein, dass du dir hier vielleicht auch einen extremen Druck machst, der dann eben auch ja sich verhärtet und zu einer Blockade eben wird. Ja, das kann durchaus auch der Fall sein, dass du hier ein bisschen zu streng mit dir bist. Und es wichtig ist, hier eben auch die eigenen Grenzen zu erkennen. Dann haben wir hier noch etwas im Umfeld, da geht es um ein ganz klassisches Thema, das sich hier als Blockade zeigt. Es geht hier um irgendeine Verbindung, vornehmlich die, wo es um das Thema Loslassen geht. Ja, ich habe hier auch das Gefühl, dass das hier eine Verbindung ist, die in der Vergangenheit liegt, also vielleicht eine Freundschaft, die in die Brüche gegangen ist oder vielleicht eben auch eine Partnerschaft, die in die Brüche gegangen ist. Das ist auf jeden Fall schon vorbei. Ja, also das, und aus irgendeinem Grund hältst du aber daran fest. Das kann natürlich auch ein beruflicher Kontakt sein, kann auch mit einem Familienmitglied zusammenhängen. Es ist auf jeden Fall etwas, ein Thema, ein zwischenmenschliches Thema, das dich beschäftigt. Es kann ja auch um einen Umstand gehen, ja, also in einer bestehenden Verbindung, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, irgendein Thema, an dem man festhält. Und das dazu führt, dass sich diese Verbindung aktuell nicht weiterentwickeln kann, weil man sich hier eventuell auch im Kreis dreht. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen eine verzwickte Sache, wenn hier ein Thema, das hier, also wenn es hier um ein Thema geht, ja, in einer bestehenden Verbindung, egal welcher Art, also Familie, Freunde, Partnerschaft, Berufliches etc., dann ist es natürlich nicht ganz einfach, das loszulassen. Vielleicht geht es ja auch um einen Vertrauensbruch und dass man hier vielleicht auch verziehen hat und es aber schwer fällt, eben das hinter sich zu lassen. Es geht hier nicht um das Thema Verdrängen, sondern es loszulassen und nach vorne zu blicken. Also dürfte das hier, wenn es ein Thema bei dir ist, natürlich etwas sein, was nicht so einfach ist. Wir haben hier, wie gesagt, ja auch den Hinweis, dass dich hier irgendetwas erzürnt, irgendetwas Ärger in dir auslöst, das eben auch in der Vergangenheit liegt. Wir kommen jetzt zu den Lösungsimpulsen vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ja, und ganz zentral, also das ist mir auch schon beim Ziehen der Karten aufgefallen, geht es hier um das Thema Erschöpfung. Ja, und ich kann hier einfach auch sehen, dass hier auch dieses Loslassen-Thema mit hineinspielt, also diese zwischenmenschliche Situation, wo es so schwer ist loszulassen, wo du hier irgendwo auch noch festhältst. Vielleicht ist das auch irgendetwas, das schon sehr lange her ist und jetzt eben wieder präsent ist, eben durch diesen Teufelskreis eventuell, ja, dass hier Erinnerungen wach geworden sind. Und das gipfelt hier gemeinsam eben hier in einer sehr, sehr starken Erschöpfung, offenbar bei einigen schon. Und das ist jetzt wirklich ein zentrales Thema, mein lieber Schütze, das du jetzt bearbeiten sollst, um das du dich kümmern sollst. Es geht hier um dich, um dein Wohlbefinden. Und um diesen Neubeginn freizusetzen, ist es hier enorm wichtig, dass du dich hier um deine Energie kümmerst, ja? Denn das ist das Entscheidende. Zuerst um diese Sache kümmern, ja? Also das ist hier eine, ich denke auch eine Verstrickung, irgendeine Verstrickung mit einer anderen Person, die hier aufgeklärt werden möchte oder die du vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachten könntest, um hier vielleicht locker zu lassen. Das ist auf jeden Fall ein entscheidendes Thema, dass du dich hier um deine Energie kümmerst, dass du dich hier darum kümmerst, dass du wieder zu Kräften kommst, egal ob du, vielleicht geht's ja auch um Schlafprobleme, ja, also dass du hier grübelst bis in die Nacht hinein und auf keinen grünen Zweig kommst, ja. Dieses Thema ist auf jeden Fall wichtig. Du brauchst Energie. Ich glaube, das weißt du auch. Und das führt auch dazu, dass du hier bei diesem Teufelskreis, ja, wenn du dich hierum kümmerst, dass du hier auch erkennst, wie du hier ausbrechen kannst. Das hat hier eine wichtige Schlüsselfunktion und auch generell sehr, sehr wichtig, denn
Denn da geht es auch um deine Gesundheit, egal ob die jetzt angeschlagen ist oder nicht. In weiterer Folge, es ist wichtig, hier entwickelt sich etwas, das jetzt beachtet werden soll, ja. Und das ist einfach wichtig, hier jetzt einzugreifen, dass du hier in deine innere Mitte zurückfindest. Ja, vielleicht geht es ja für manche um das Thema regelmäßig meditieren oder eben sich um einen erholsamen Schlaf zu kümmern. Vielleicht geht es auch darum, hier einfach mehr Erholungsphasen in den Alltag einzubauen. Also das ist hier allerhöchste Eisenbahn, mein lieber Schütze. Das soll nicht weiter aufgeschoben werden, denn das betrifft dich. Ja, das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich kann natürlich verstehen, wenn du hier vielleicht aktuell einfach enorm viel zu tun hast, dass du dich vielleicht auch fragst, ja, wie soll ich denn das machen? Ja, ich meine, jeder hat einen anderen Alltag. Und es, das sage ich auch immer dazu, ein paar Minuten am Tag am Anfang, ja, ein paar bewusste Minuten am Tag, täglich natürlich, das kann enorm viel verbessern, ja, das kann enorm viel schon auslösen und das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Wir schauen jetzt aber mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Da möchte ich jetzt direkt noch eine Information haben. Okay, das Universum sagt hier, es ist jetzt wichtig, hier Platz zu schaffen. Ja, also sich hier auch bewusst mit dem Thema Loslassen beschäftigen, Platz zu schaffen. Für einen Traum, den du gerne umsetzen möchtest. Ja, also das kann ein kleinerer Traum sein. Es kann natürlich ein großer Lebenstraum natürlich auch sein, denn wir haben hier ja auch den Neubeginn in den Blockaden liegen und dafür muss jetzt Platz entstehen. Das bedeutet, parallel zu dieser Aufgabe, die das Universum hier stellt, wo es um dein Wohlbefinden geht, ist es wichtig, dass du für dich Platz schaffst, dass du hier irgendwo dich darum kümmerst, was passt jetzt nicht mehr in dein Leben. Das können natürlich auch Gegenstände sein, ja, wo du merkst, irgendwie das belastet mich einfach nur noch, das passt irgendwie nicht mehr, passt nicht mehr in meine Situation oder was weiß ich. Es ist wichtig, Platz zu schaffen für diesen Traum, denn der steht jetzt auch an. Also da bekommen wir auch ein bisschen Tendenz herein. Etwas kann hier real werden, was auch immer das für ein Traum ist. Und dafür besteht aktuell einfach nicht genug Platz. Und das hängt hier, denke ich, auch mit dieser zwischenmenschlichen Situation zusammen, die sich hier ja auch einfach ein bisschen verzwickt anzeigt. Es geht um das Thema Gerechtigkeit. Also irgendetwas ist hier vorgefallen. Nur die Sache ist, mein lieber Schütze, diese Angelegenheit, die nimmt so viel Raum ein, dass genau das jetzt eben dein Vorankommen blockiert. Ja, das ist hier auch sehr wichtig zu erkennen. Es ist wichtig, dass diese zwischenmenschliche Angelegenheit, wenn es möglich ist, weniger Aufmerksamkeit bekommt und du dein Ziel ins Auge fasst. Dann kannst du auch leichter erkennen, wo du hier Platz schaffen kannst oder wo du hier Platz schaffen sollst, wenn du sagst, ja, ich weiß nicht so recht, wo ich das oder wie ich das angehen soll. Das geht auch oft ja alles ineinander über, alles fließt ganz gerne ineinander über und das ist etwas, das kann natürlich auch ein Prozess sein, wo du immer mehr Schritt für Schritt Platz machst und sich vielleicht schon parallel dieser Traum realisieren lässt. Und dann haben wir hier noch einen Hinweis, was diese Situation betrifft, ja, die, an der du festhältst aktuell. Offenbar, und ich glaube, hier geht es tatsächlich um bestimmte Beweise unter Anführungsstrichen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, vielleicht kommt noch ein besseres Wort. Du hast hier irgendwo etwas Schriftliches,
das dir dabei helfen kann, diese Situation loszulassen, ja. Vielleicht geht es hier tatsächlich um einen Chatverlauf, ja, dass man hier miteinander geschrieben hat. Also dann ist das natürlich, also vielleicht sind das ja auch mehrere Verbindungen, die sich hier zeigen und du fühlst dich hier an eine ganz alte Enttäuschung erinnert gerade und das wirkt hier alles so wunderbar zusammen und beschäftigt dich eben aktuell so extrem. Und eben für die aktuelle Situation, da gibt es irgendetwas Schriftliches offenbar. Vielleicht, ich meine, es kann natürlich auch eine Sprachnachricht sein oder was weiß ich. Ich glaube aber, es sind Worte, also geschriebene Worte, irgendein Text, ja, irgendeine Kommunikation, ein Austausch, vielleicht per E-Mail, eben in irgendeiner Chat-App, ja, was auch immer. Und da kannst du, oder da hast du vielleicht irgendetwas überlesen oder da kannst du irgendetwas nachlesen, was dir dabei hilft, diese Situation loszulassen, ja? Also, dass du hier locker lassen kannst und dich wieder auf diesen Neubeginn fokussieren kannst. Vielleicht bekommst du hier auch einen Hinweis, wie du diesen Teufelskreis durchbrechen kannst, wie du anders reagieren kannst oder anders agieren kannst als bisher. Also irgendetwas ist hier, irgendein Hinweis, der befindet sich hier tendenziell, wenn vorhanden, auf deinem Smartphone. An sich steht das hier mehr für Kommunikation. Aber ich habe einfach das Gefühl, es geht hier um eine elektronische Kommunikation. Kann natürlich auch der PC oder der Laptop beispielsweise sein. Es kann natürlich auch ein Brief sein, ja. Also wirklich irgendetwas, das du in Händen halten kannst. Aber es ist ein geschriebener Text und der ist jedenfalls sehr wichtig, mein lieber Schütze. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und ich bleibe jetzt direkt hier im Umfeld, bevor wir zum richtig spannenden Teil kommen. Denn hier sehe ich, dass du diesen Teufelskreis durchbrechen wirst. Und das Universum wird das offenbar dann noch einmal überprüfen. Ja, also es kann sein, dass sich diese Person direkt nochmal an dich wendet mit einer Art Angebot oder ich weiß nicht, mit irgendetwas auf dich zukommt. Es kann auch eine andere Person sein, eine neue Person sein. Die Situation wird sich tendenziell ähnlich anfühlen und es ist wichtig, was auch immer das ist, ja, dieses Angebot ein bisschen zu hinterfragen, nachzufragen, nach Details zu fragen. Ja, hier auch, wenn du hier vielleicht auch unangenehme Fragen zu stellen, ja, also hier ins Detail zu gehen, das ist hier sehr, sehr wichtig. Also hier soll ein Angebot auf dich zukommen. Das kann man aber ganz klar erkennen, dass hier irgendetwas nicht stimmig ist. Und Achtung, mein lieber Schütze, das heißt dann nicht, jetzt wiederholt sich das schon wieder, sondern einfach nur, dass das Universum hier noch einmal überprüft, ist diese Lektion angekommen. Ich meine Lektion unter Anführungsstrichen. Und wichtig ist eben hier aufzupassen bei diesem Angebot. Oder was auch immer das ist. Es kann auch ein Friedensangebot sein. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, ja. Kann eben auch um irgendetwas ganz Bestimmtes gehen, dass man hier vielleicht einfach nochmal nachverhandeln soll, ja, und hier irgendetwas angepasst werden soll. Also es muss hier nicht alles sofort über Bord geworfen werden, ja, das hängt auch von der Situation ab. Aber so wie es auf dich zukommt, da sagt das Universum, sei hier vorsichtig, ja, das ist wichtig. Und jetzt schauen wir uns noch diesen Teil hier an. Das hängt hier für mich zusammen. Hier wird Glück angekündigt. Also das kann tatsächlich für manche auch etwas Finanzielles bedeuten. Und was wir hier auch haben, ist Veränderung, mein lieber Schütze. Eine Veränderung steht hier an und das habe ich zweimal hier liegen, eben auch mit der Abkürzung, die auch für eine Veränderung steht, nämlich für eine sehr abrupte Veränderung oder sehr rasche Veränderung zum Positiven hin, ja.
Und das soll ja relativ rasch auf dich zukommen als Konsequenz, wenn du dich hier eben um deine Energie kümmerst. Auch wenn das vielleicht paradox klingt, wenn man hier sagt, ja, ein paar Gänge zurückschalten, wenn möglich. Ich meine natürlich nicht alles hinschmeißen, sondern eben das, was zu viel ist, ja, vielleicht vertagen oder vielleicht ein paar Verpflichtungen absagen, was auch immer. Es ist wichtig, dass du hier in deine Energie zurückfindest und das wird dir eine enorme Schubkraft geben. Denn hier steht eine Veränderung an und das kann durchaus eine größere Veränderung sein, wo sich hier so etwas auch, das du dir wünschst, denn das liegt hier zusammen mit Glück. Und das ist eben ganz klar ein Indiz, dass das eine Veränderung ist, die du dir schon lange wünschst. Und ich sehe hier einfach auch diesen Traum, der hier liegt, also dass du realisieren möchtest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier auch zusammenhängt. Vielleicht triffst du dann auch plötzlich die Entscheidung, so jetzt gehe ich es an, bist selbst diese Veränderung, beziehungsweise zündest diese Veränderung selbst und startest hier, ja. Das kann man hier sehen und eben auch die Abkürzung, eben auch der Hinweis, dass es vom zeitlichen Gefühl her relativ rasch geht und dass sich hier auch relativ rasch etwas verbessern soll. Auch wenn du das in der aktuellen Situation, wenn du hier sagst, ja, wie soll sich da jemals etwas verbessern? Also hier liegt es auf jeden Fall, vor allem das hängt auch mit diesem Neubeginn zusammen. Das zentrale Thema ist einfach diese Erschöpfung, vielleicht eben auch ein gesundheitliches Thema, das jetzt einfach wirklich vorgereiht werden soll. Ja, also das schlägt dir das Universum einfach vor. Und also ich habe hier einfach auch das Gefühl, dass das nicht so extrem viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dann geht es Schlag auf Schlag und dann geht aber wirklich etwas weiter. Wichtig ist nur, bei diesem Angebot, wenn hier eine bestimmte Person auf dich zukommt, fühlt sich so ähnlich an, eben wie das hier, was wir hier besprochen haben in den Blockaden, dass du hier einfach Acht gibst und noch einmal nachfragst, das noch einmal hinterfragst, das kann man sofort erkennen, ja, also du wirst es sofort erkennen und ja, dann steht hier also dieser Veränderung nicht mehr viel im Weg und die ist wirklich, also die sieht wirklich, wirklich toll aus. Dann hoffe ich, dass das hier deine Legung ist, mein lieber Schütze, und wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.